Dritter Weltkrieg in Europa. So ein Plakat habe ich damals 1980 an der Infotafel in der Uni Hannover gesehen. Das stammte möglicherweise von Rudi Dutschke. Und wie sieht die Europakarte heute aus? Wie ein Schachbrett. Die NATO übernimmt, erobert ein Feld nach dem anderen. Egal ob weiß oder schwarz. Ein Land nach dem anderen und nähert sich der Russischen Föderation immer weiter. Wie gesagt, wie auf einem Schachbrett, wo man sich dem König nähert, um ihn zu besiegen, wobei man Bauern, Pferde, Türme und so weiter zuerst kaputt schlagen muss. Im NATO-Fall wären das die Länder rund um die Russische Föderation. Diese Nebenfiguren sind zurzeit Syrien und die Ukraine. Die sind dran, kaputt gemacht zu werden. Und sie werden auch kaputt gemacht, wie unter anderem Irak und Afghanistan. Und die weitere Vorbereitung läuft auf Hochtouren. Nicht nur durch Politiker und Medien, sondern auch militärisch. Im Januar 2014 wurden modernste Abrams-Panzer aus den USA nach Deutschland gebracht. Und die britische Armee plant, fast ihre gesamten Panzer nach Deutschland zu bringen. Militärische Übungen sind im vollen Gange. Hat das etwas mit der Ukraine und der Russischen Föderation zu tun? Automat Kalaschnikova! Ich вас призываю до зброї, але... Ausländische Kasernen, Kriegsmaterial und Soldaten gibt es zur Genüge in Deutschland. Sollte Deutschland wieder mal das Opfer mancher fremder Interessen werden? Du wirst in den Krieg ziehen müssen und nicht Barack Obama, Angela Merkel oder Mario Draghi. Du wirst schießen, erschossen werden, verstümmelt oder kontaminiert. Du musst dich nicht für die Politik interessieren, aber was du tun musst, ist den Politikmachern ausnahmslos zu gehorchen. Und dann, ob du es willst oder nicht, in den Krieg zu ziehen. Nur weil es schon seit über 60 Jahren keinen Krieg in Europa mehr gegeben hat, ist das kein Garant, dass es immer so bleibt. Kriege gab es in Europa schon immer und in letzter Zeit kommen sie immer näher. Erkennst du die Gefahr nicht auch? Я вас призываю до зброї, але предупреждаю всіх, всі, хто у цьому місці, в цій області, на святій Волинській землі. Я сказав, хочете забрати, хто з вас хоче забрати мій автомат? Хто хоче забрати мене пістолета? Народу, Бандера, Шухевич, герої, народу, вони воювали за нашу свободу! Слава Україні! Герої, слава! Смерть ворогам! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Голод усе! Україна! Голод усе! Und die meinen, mit alledem nichts zu tun zu haben, die sich für die Politik nicht interessieren, die auf dem Sofa sitzen und bequem den Nachrichten über die Geschehnisse in der Welt und morgen über die Geschehnisse an der Front zuschauen, weil sie sich aus welchen Gründen auch immer nicht beteiligen müssen, werden das Elend des Krieges mit Sicherheit zu spüren bekommen. Dann werden sie sagen, warum habe ich nicht früher etwas dagegen getan? Du kannst aber jetzt etwas gegen den Krieg tun. Denk nach und du findest, was du tun kannst. Um was geht es eigentlich in der Ukraine und was geht es da in Russland? Es geht nur um Ressourcen. Lasst euch nicht aufhetzen. Krieg ist Terrorismus mit einem größeren Budget. Die wollen, dass wir uns nicht mögen, das sind gar keine Russen, das sind gar keine Ukrainer. Das sind irgendwelche Menschen aus Übersee mit riesigen Portfolios, die ganz gerne den russischen Öl- und Gasmarkt übernommen hätten und das dort wieder in Dollar bezahlt wird. Darum geht es, nur darum geht es. Es geht nur um Gier. Krieg ist kein Videospiel. Ja, Krieg ist Mord und Totschlag und die dann geschossen wird, ja, denen das Bein fehlt oder wo die Familie weggebombt wird, das sind ganz normale Menschen. Und das bedeutet, wenn wir, also wir, die NATO, wenn wir mit Russland, ja, einer Atommacht, das muss man dazu sagen, in der Ukraine Krieg führen würden, dann kann das jederzeit aus dem Ruder laufen und betroffen wäre die Zivilbevölkerung. Und das wird schön geredet in der Bundesrepublik. Das wird von unserer Presse schön geschrieben. Und das ist ekelhaft. Das ist einfach ekelhaft. Und wie läuft diese Ramp, wie wir sagen, in der Werbung, so eine Ramp? Man merkt ja schon, dass zum Beispiel die Bravo, ja, zusammen mit der Bundeswehr, ja, so lustige Abenteuer veranstaltet wie, bist du ein Beach- oder ein Bergtyp, ja? Oder dass sie an die Schulen geht und dort Werbung macht für das mittelständische Unternehmen Bundeswehr.
Und das zeigt, wie unser Verhältnis sich 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg zum Krieg ein bisschen verändert, so ein bisschen, das kann man schon wieder machen. Und da bin ich dagegen. Das kann man eben überhaupt nicht machen. Wer ist denn eigentlich dieser Mann, der das dann macht? Wir sind doch dann diejenigen, die das machen müssen. Wir sind diejenigen, die in den sauren Apfel beißen. Und die großen Energiekonzerne, um die es geht in der Ukraine, ich habe es vorhin erläutert, die schauen sich das von draußen an, wie sich der Aktienkurs entwickelt. Das Wort habe ich gleich. Krieg mit der Ukraine, das ist alternativlos. Genau, es ist alternativlos. Und diesen Leuten muss man eine Frage stellen. In wie vielen Kriegen warst du denn schon dabei, dass das alternativlos ist? Dass du weißt, worüber du sprichst? Und die Antwort wird bei den meisten, ich kenne es auch nur aus Videospielen. Angela Merkel kennt Krieg nur aus Videospielen. Ja? Steinmeier kennt es auch nur aus Videospielen. Auch Hillary Clinton kennt Krieg nur aus Videospielen. Und Barack Obama, meiner Meinung nach, war der nie an der Front. Aber mich schickt er an die Front, uns schickt er an die Front. Er hetzt uns hier in Europa aufeinander. Und da sage ich nein. Wir brauchen das nicht. Es ist ein Krieg, der, so scheint es mir, von den Amerikanern quasi herbeigewünscht wird und der sich in Europa abspielt. Und was die NATO, und Deutschland gehört dazu, tut, ist Tatsachen schaffen. Nämlich einen Krieg vom Zaun brechen. Was wir in Europa überhaupt nicht brauchen, ist einen militärischen Konflikt. Und was wir feststellen können, ist, dass ein Keil getrieben wird. Und zwar aus Übersee zwischen den Europäern, wie Russen, und den anderen Europäern, also wir zum Beispiel. Wir sind aber Nachbarn. Wir sind Europäer. Man kann Moskau oder Kiew auf dem Landweg erreichen, ja, da braucht man nicht besonders lange, nach Übersee brauche ich ein Flugzeug. Aber von außerhalb wird uns erklärt, wie wir unsere Nachbarn einzuschätzen haben. Und das ist das Problem. Dass das geht, dass wir uns das Geseier anhören, dass wir nachdenken, was wir jetzt tun, also wie stark wir in diesen Krieg einsteigen, das wird ja von Übersee bestimmt, das hat damit zu tun, dass wir unsere Nachbarn so wenig kennen. Und genau da müssen wir ansetzen. Wir sollten aufhören, uns aus Übersee erklären zu lassen, wie unsere Nachbarn sind. Wir sollten zu unseren Nachbarn rübergehen. Und dann werden wir feststellen, unsere Nachbarn sind in vielen Teilen genauso wie wir. Die verteidigen ihre Interessen. Manchmal machen sie das so, dass wir das nicht gut finden. Aber umgedreht kann Putin von uns sagen, wie Deutschland als Teil der NATO seine Interessen verteidigt. Das ist doch überhaupt nicht in Ordnung. Wir verteidigen doch Ressourcen, die uns nicht gehören, die wir aber gerne haben würden. Also in Afghanistan, im Irak und so weiter. Die hätten wir gerne. Das verteidigen wir. Ja? Russland verteidigt Interessen in Sewastopol und hat diesen Hafen gemietet. Das sind legitime Interessen. Вы пока мусс. Серёга! Серёга!